Captains Logbuch. In der letzten Zeit haben wir es geschafft, ein gewisses Ansehen bei unserem eigenen Volk, der Argonitischen Föderation, zu erreichen. Dadurch haben wir auch die Möglichkeit, jetzt als Polizei in unserem eigenen Raum herumzufliegen und Banditen aufzuspüren, Schiffe zu kontrollieren und so weiter und so weiter. Und Cerberus, Angreifer. Das wird natürlich sehr, sehr spannend werden in der Zukunft, denn dadurch kriegen wir wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Reichtum dazu. Und damit herzlich willkommen zurück bei X4 Foundations. Wir Minotaurus, Angreifer. Sind dabei, die Galaxie zu erkunden. Ja, und derzeit befinden wir uns hier, nachdem wir zunächst hier bei Argon Prime waren und hier hinten eigentlich in der Sonne 5, ist es glaube ich, nee, Sonne 4 gestartet sind, sind wir schon mal wieder einen Bereich weiter geflogen und schauten mal, was denn jetzt hier in diesem Bereich so möglich ist und was hier auf uns wartet. Eclipse, Angreifer. Auf jeden Fall haben wir hier ein paar Behemoth, Angreifer. Streitkräfte Angreifer. Der Argonischen Föderation. Und das sind schon kernige Schiffe, wenn ich mal das so sagen darf. Gehen wir mal ein Stückchen näher ran und gucken uns das Ganze mal an. Also das sind schon ordentliche Geschütze. Als Zerstörer. Ja, da kann er schon ordentlich mitspielen. Tja, und jetzt haben wir die Chance. Sprungtor, Argon Prime. Natürlich auch hier nochmal zu schauen, was es denn hier alles gibt. Ne, wir haben dieses eine Sprungtor hier vorne. Wir können jetzt mal zum Beispiel da vorne Autopilot mit Autopilot hinfliegen und mal gucken, was denn hier noch so los ist. Wobei ich hier auch noch nicht so richtig viele Missionen jetzt gesehen habe. Es gibt hier ein paar Stationen, aber das sind ja eher Kraftwerke oder Fertigungsstationen. Jetzt nichts, wo wir sagen würden, ja, das ist das, was wir brauchen. Vielleicht fliegen wir auch eher nochmal hier zurück in dem Bereich und gucken mal, was es da denn so gibt. Wir können ja mal diesen Quadranten hier aufdecken und dann auch nochmal reinschauen. Was dort auf uns wartet. So, 110 Kilometer bis zum Sprungtor. Der Autopilot ist aktiv. Ja, und hier habe ich jetzt zumindest erstmal nichts blitzen oder blinken sehen. Ah, halt, stopp. Autopilot. Ausgeschaltet. Wo ich gerade vom Teufel spreche. Glaube doch, hier hat doch gerade was geblitzt und geblinkt. Asteroid. Da holen wir uns doch noch die kleinen Kristalle eben mit. Gestiegene, gesteigerte Herausforderung, weil sich das Ding wieder dreht. So, also, da werde ich auch immer besser mit der Zeit. Klar. Autopilot eingeschaltet. Ja, und das bringt uns auch wieder ein bisschen Geld. Wir haben ja ein bisschen Geld ausgegeben in der letzten Folge, denn nicht nur die Polizeilizenz haben wir gekauft, sondern auch Blaupausen zur Herstellung von
Satelliten, aber auch Ressourcensonden und ich glaube Navigationsbarken, weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall haben wir das gemacht. Und die können wir dann jetzt also auch selber herstellen, was gar nicht verkehrt ist. Denn wir haben ja schon 3 rausgeworfen von den Satelliten. Wobei mich da auch interessieren würde. Ach genau, hier haben wir einen Satellit, der uns hier hoffentlich irgendwas anzeigt. Ich weiß nicht genau, warum wir das bei einer Schiffsstation dazu packen sollen. Die Satelliten. Aber bislang hat er uns noch nicht so richtig viel angezeigt da drin, ne? Aber mal gucken. Wir erkunden jetzt den Raum. Heißt, wir fliegen jetzt hier vorne einmal in den Raum, den wir noch nicht kennen. Tja, und da bin ich auch gespannt, wenn wir gleich das erste Mal unsere Polizeirolle wahrnehmen. Die Lizenz zum Kontrollieren, aber auch zum Vernichten von Piraten oder Schmugglern. Was uns das dann zum Schluss bringt und wie wir scannen. Ob wir ganz normal mit dem Kurzstreckenscanner scannen oder ob wir noch eine zusätzliche Technologie kaufen müssten. Das wäre ganz interessant. Das ist auch ein bisschen risikobehaftet, was wir hier gerade machen. In diesem Raum rumfliegen, weil auch hier hinten in diesen Bereichen können immer wieder Piratennester sein oder so wie jetzt gerade hier an der Stelle eine Xenon-Überfallgruppe. Und da müssen wir doch sehen, dass wir hier schnellstmöglich wegkommen. Siehst du, sie fangen schon an, uns anzugreifen. 800er Geschwindigkeit. Und jetzt geht's schnell auf Geschwindigkeit. Bloß weg hier. Also sie verfolgen uns. Und die sind fast genauso schnell wie wir. Oder sind genauso schnell wie wir. Da müssen wir sehen, dass wir schnellstmöglich hier wieder... Ach, sie haben aufgegeben. Gott sei Dank. Ich wollte gerade sagen, müssen wir sehen, dass wir schnellstmöglich hier irgendwo in den Bereich einer Station kommen. Um hier geschützt zu werden. Weil gegen die haben wir keine Chance. Nicht mit unserer kleinen Nussschale, in der wir hier sitzen. Ja, und so sieht's aus, wenn man alle HUDs ausmacht und alle Übersichten. Ja, aber wir sind ja nun mal in einem Raumschiff, also gucken wir uns das auch an und schauen auch hier aus dem Fenster. Da haben wir noch ein Sprungtor. Das kennen wir ja bereits. So, und dann wählen wir gleich mal den nächsten Waypoint aus. Und schauen mal, was ausgeschaltet in diesem Bereich noch so drin ist. Autopilot eingeschaltet. Ja, aber es sieht jetzt gerade nicht danach aus, als wäre hier noch so mega viel. Dann sollten wir jetzt also anfangen. Ich gucke nochmal in unser Inventar gleich. Entweder noch ein bisschen was hiervon zu verkaufen. 9 Stück haben wir. Dort, das ist in Ordnung. Insgesamt programmierbare Feldmatrix. 3 Stück. Die bringen eine ganze Menge an Credits. Raumfliegeneier. 13 Stück. Da muss ich tatsächlich nochmal gucken, was wir denn mit den Dingern machen können. Aha. Raumfliegen Kaviar oder Schmuck verarbeitet. Während des Bestandes von Raumfliegen in den letzten Jahren stark geschrumpft ist, ist der Preis für ihre Eier in die Höhe geschossen. Das ist gut. Oh, was haben wir hier? Eine Xenon-Überfallgruppe mal wieder, die hier am Kämpfen ist. Da fliegen wir zum Glück einfach durch. Die scheinen sich jetzt hier erstmal um die Gassammler zu kümmern und diese anzugreifen. Sehen wir auch, das sind unterschiedliche Fraktionen.
Ja, Handel kann man sich auch noch anzeigen lassen und verschiedenste andere Sachen, ne? Also, es ist schon spannend. Es ist schon spannend, was man hier alles sieht und einstellen kann. Und man braucht auch eine gewisse Weile, um hier überhaupt klarzukommen mit dem Spiel. So, fliegen wir mal da rum, aber ich denke, auch hier wird jetzt erstmal nichts mehr sein. Also sonst würden wir schon die ein oder andere Station auch mal so ein bisschen sehen. Hier drüben ist der Highway einmal durch das System durch. So ein bisschen wie bei Stellaris, ne? Wo man ja auch so Highways bauen kann, um schnell seine Flotten von A nach B zu verlegen. Autopilot eingeschaltet. Ja, und zwischenzeitlich kriegt man dann doch immer mal wieder die ein oder andere Station hier am Rande mit, die hier auftaucht. Na, müsste man noch ein Stückchen weiter hier ran, um das dann auch insgesamt besser sehen zu können. Ja, und jetzt haben wir leider ein langsames Schiff, 2528. Mit anderen Schiffen würde das also deutlich schneller funktionieren, hier durchzuhuschen. Ja, aber in diesem Nebel hier vorne tauchen dann auch noch weitere Sprungtore auf. Hier, da ist zum Beispiel auch eins, ist aber inaktiv. Vielleicht noch aus der Zeit von vorher. Hier haben wir noch eine Erzraffinerie zu unserer Rechten. Und sowas wollen wir natürlich auch bauen, ne? Sowas wollen wir auch bauen. Natürlich safe and sound, sodass das Ganze dort nicht überfallen werden kann und mit Verteidigungstürmen und dergleichen. Ja, alles mit dem Ziel, die große Snu Mega Corporation aufzubauen und Profit zu machen. Mal schauen, was dieses Spiel alles noch für uns hat und bietet. Ja, ist immer ein bisschen blöd, dass er hier erstmal auf Null runtergeht, wenn man einen neuen Kurs eindreht. Weil es ja dann doch wieder ein bisschen dauert, bis er seine Höchstgeschwindigkeit hat. Ja, ich weiß auch nicht, ob es im Weltall tatsächlich sowas wie Fliehkräfte gibt, die ein Schiff oder eine Hülle zum Bersten bringen würden. Ja, und hier können wir auch mal reinspringen in das Sprungtor und dann geht es nämlich weiter in den nächsten Sektor. Denn irgendwo ist ja nun mal auch der Gegner, vielleicht auch hier vorne, der Beschleuniger in diese Richtung. Denn wir sind ja nicht alleine. Wir sehen zwar noch nicht viel auf der Karte, aber wir sind ja nicht alleine. Ja, ich würde sagen, in dem Raum hier, da taucht jetzt erstmal nicht mehr so viel auf. Schieben wir uns mal rüber in diese Richtung und fliegen zurück zu dem Bereich hier vorne. Das interessiert mich mehr. Fliege zu zweiter Kontakt, Unruheherd. Autopilot eingeschaltet. Sonnenkraftwerk. Okinawa. Siliziumraffinerie. Ah. Ja, spannend. Also ich finde es erstmal mega entspannt, hier in diesem Schiff unterwegs zu sein.
Es sei denn, ich werde wieder von irgendwelchen Xenons angegriffen. Mit meiner kleinen einen Laserkanone, die ich hier habe, oder Impulswaffe, da kann ich nicht ganz so viel ausrichten. Ich gucke auch nochmal ganz kurz in unser Inventar. Wie viel Geld wir denn jetzt insgesamt haben? Also, wir haben derzeit einen Gesamtwert von 941.000, wovon diese programmierbare Feldmatrix den Löwenanteil abwirft. Dann haben wir noch ein paar Kristalle, auch nochmal 200.000. Das ist auch in Ordnung. So, und jetzt gehen wir auf den Highway hier drauf. Wir werden einmal rumgeschleudert. Zack! Rein ins nächste System. Ja, da wird dann häufiger mal gespeichert dazwischen. So, und dann geht's weiter in diese Richtung da vorne. Das geht ja zum Glück ganz schnell mit diesen Highways. Na, an der Stelle hier vorne sind wir. Hier betteln sie sich immer noch. Ah, halt, stopp. Autopilot ausgeschaltet. Container. So, wollen wir uns doch mal den Container da vorne holen. Ah, da wird nochmal schön gekämpft. Aber ich habe gesehen, da sind 10 Magalith drin. Container. Und die hätte ich ganz gerne. Meine Herren, da sind wir kurz in diesen... kurz hier in den Highway reingekommen, in den Sog. Da wollten wir gar nicht hin. Ja, aber Schild ist in Ordnung. Steht bevor. Oh no. Da müssen wir sehen, dass wir wegkommen. Explosion steht bevor. Schnell, gib Gas, Junge. Also, hinter uns explodiert gleich irgendwas. Und wir müssen jetzt sehen, dass wir hier so schnell wie möglich wegkommen. Denn wenn so große Teile explodieren, dann kann das auch schon mal kernig werden. Also irgendwo da hinten ist jetzt gerade was explodiert. Ach, verpiss dich. Container. Tja, da haben wir noch eine ganze Menge an Containern. Ist natürlich ein bisschen tricky hier, ne? Wenn da noch gekämpft wird. Nicht, dass wir da zwischen die Fronten geraten. Und auf einmal auch Kombattant werden. Das wollen wir natürlich nicht. So, haben wir das Ding jetzt aufgesammelt oder wieder nicht? So, jetzt haben wir was aufgesammelt.
Container. Kilometer. Wow, was für ein Wrack. Haben wir auch. Sehr gut, da haben wir noch eins. Okay, das könnte jetzt auf der anderen Seite des Schiffs sein. Da ist es auch. Explosion steht bevor. Ja, das ist schon wieder nicht so gut. Wow. Es hörte sich auf jeden Fall an wie eine große Explosion. Geschützkomp, Fabrik. Sprungtor. Und wenn ich mir das hier so angucke, dann ist einiges hier kaputt gegangen. Wahnsinn. Ja, zum Glück waren wir da nicht beteiligt. Aber hier wollen wir doch nochmal hin. Container. Da sind nämlich noch einige Container. Ja, die sind so klein, die sieht man halt auch nicht sonderlich gut. Aber wir sehen das, hier sind tatsächlich gerade einige von den Containern noch unterwegs. Ich drücke schon mal auf den Einsammel-Button. Vielleicht ziehen wir ja das ein oder andere gerade noch an. Das, was ich nicht machen sollte, ist... Oh, ist er weg. Das, was man nicht machen sollte, ist, wenn eine Station zerstört wurde, dort dann Container einsammeln. Container. Weil das natürlich der Station gehört, ne? Oh, da drüben ist auch was explodiert. So, das will wieder nicht rein in unseren Vogel hier. Da ist er. Sicherheitsbehälter. Wow, hier scheinen auch echt immer irgendwelche Dinger noch zu explodieren. Also die Station hier, die hat es ganz schön mitgenommen, wenn ich mir das mal so angucke. Nanotronikfabrik. Die hat's ganz schön zerrissen. Container. Ja, die programmierbare Feldmatrix. Die bringt auch Geld ohne Ende. Container. Oh, Raumfliegeneier. Sehr gut. Durchschnittspreis 52.000. Ah ja, für Raumfliegen Kaviar brauchen 25 Stück. Also fehlen noch 7 von diesen glorreichen Eiern. Container. Irgendwo da. Ach, gar nicht so weit entfernt. Haben wir auch. Ja, ihr seht, es ist jetzt ein bisschen, ich würde es nicht sagen, mühselig. Kurz ein Feind noch vorbeigeflogen. Es ist ein bisschen mühselig, könnte man sagen. Aber es ist auch gar nicht schlimm. Ich werde mal hier vorne hin und hier noch einen Satelliten auswerfen. Warte. Machen wir mal. So, dann sehen wir auch ungefähr, wo das ist. Auch in der Nähe von der Station da vorne. Ja, und dann schmeißen wir nämlich irgendwo hier zwischen diesen
Satelliten raus. Wow, die Station, die hat es komplett zerlegt hier. Guckt euch das an. Hier oben wurde gerade noch gebaut, die Konstruktion. Aber die Station, die hat schon ordentlich zerlegt. Deswegen immer mit Bewaffnung arbeiten. Ah, was ist denn jetzt? Ich aus Versehen in die Station reingerammelt. Oder in irgendein Trümmerteil. Das kann natürlich auch sein. So, wo sind wir denn? Da. Verteidigungsstation. Und da ist noch eins. Ja, ich möchte hier vorne, vielleicht da so. Autopilot eingeschaltet. Ah, nee, besser nicht. Ausgeschaltet. Also, es muss hoch genug sein, ne, dass wir da drüber kommen und nicht wieder im Sog von dem Highway landen. Genau. So, und jetzt möchte ich doch hier vorne an der Stelle ungefähr. Noch so einen Satelliten raushauen. Ja, fast. Fast. Hätten wir noch einen Ticken weiter hier rüberziehen müssen. Ja, okay. Aber wir lassen ihn erstmal da stehen. Erweiterter Satellit haben wir da noch stehen. Unbekannte Station und ja, hier haben wir noch den Beschleuniger in diese Richtung. Wo springt das denn überhaupt hin, das Sprungtor hier? Das wissen wir auch noch nicht, aber wir wissen es gleich. Na, ja, weil wenn mich nicht alles täuscht, ist das nicht das, was hier rüber geht. Dass ich auf sie zählen kann. So, noch einen kleinen Auftrag zwischendurch angenommen. Ihr seht, das geht hier gerade ab wie Schmidts Katze. Zum markierten Schiff fliegen. Wo ist denn das markierte Schiff? So, mal gucken. Also, der ist aktiv. Dann machen wir das doch so. Autopilot an. Eingeschaltet. Wir haben 2 Minuten 50 Zeit dafür. Wow. Das ist nicht mehr ganz so lang. Mal gucken, wo denn das Schiff ist. Da drüben. Ja, geht er automatisch raus. Und jetzt führt er uns zu diesem Schiff. Autopilot an. Leerer Raum. Leerer Raum. Mal wieder ein Asteroidengürtel. Kleine Station hier in dem Bereich. Quantumröhrenfabrik. Leerer Raum. Binde das markierte Schiff. Autopilot ausgeschaltet. Also da hinten ist auf jeden Fall irgendwas. Aber hier haben wir das noch nicht. Also hier... Mal gucken.
Ja, noch sehe ich es nicht. Noch sehe ich es nicht. Und wieder weg ergibt auch keinen Sinn. Ja, das ist ja das, was ich mir gerade selber rausgesucht habe, oder? Nee. Autopilot eingeschaltet. Deswegen haben wir jetzt 6 Minuten Zeit, um da hinzukommen. Oder noch 5,5. Tja, meine Lieben, aber das sehen wir in der nächsten Folge, denn die 30 Minuten sind rum. Und ja, wenn 30 Minuten rum sind, sind sie leider vorbei. Ich genieße jetzt nochmal den Flug zu unserem ja, derzeitigen Auftrag. Wenn es euch gefallen hat, dann denkt an den Daumen nach oben. Gerne natürlich ein Abo, falls ihr keins haben solltet. Schreibt mir in die Kommentare. Ja, ich lerne ja hier noch täglich und minütlich dazu, was ja doch relativ komplex ist, das Spiel. Schreibt es mir gerne rein, was ich besser machen kann oder was für Tipps ihr so auf Lager habt. Und ja, dann bin ich sehr gespannt. Und wenn ihr das auch seid, wie das mit diesem Auftrag hier weitergeht, das Schiff zu finden, dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn ihr wollt. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao und bye, bye.